Wir machen heute etwas Besonderes, einen Schwerpunkt zum Thema Krimi. Was ist ein guter Krimi und warum lesen so viele Menschen so gern Krimis? Darüber diskutieren Elke Heidenreich, Philipp Tingler und ich mit unserem Gast, dem Musiker Sven Regner. Und ich befürchte schon, es wird Mord und Totschlag geben. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ziehen Sie sich warm an, denn heute erwartet Sie hier das Grauen. Alles ist aus Blut und Leichen gebaut. Und das sind die Krimis von heute Abend. Oxen, das erste Opfer von Jens Henrik Jensen, eine Entdeckung aus Skandinavien. Durst von Bestsellerautor Junesbö. Kommissar Harry Hule begibt sich auf die Spur eines blutrünstigen Serienkillers. Eileen von Otessa Moschfek, das Psychogramm einer jungen Frau, schräg und abgründig. Und die Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izaut, ein Krimi-Klassiker aus dem kulturellen Schmelztiegel Marseille. So, und jetzt begrüßen Sie ganz herzlich mit mir die Kritikerrunde des heutigen Abends, Elke Heidenreich, Philipp Tingler und unseren Gast Sven Regner. Herzlich willkommen im Literaturclub. Ja, und was Sven Regner so macht, wenn er nicht gerade Krimis für den Literaturclub liest, das sehen Sie jetzt in einem kurzen Einspieler. Die Melancholie ist so etwas wie seine Kernkompetenz, hat Sven Regner mal gesagt. Nie zuvor habe ich ein Lächeln gesehen, wie das deine, so wild und so schön wie ein Strand. Seit über 30 Jahren ist der Mann aus Bremen bekannt als Sänger und Songwriter der Band Element of Crime. Balladen, immer auf Deutsch gesungen, zwischen Rock und Chanson. Und viele haben Kultstatus. Als Musiker hatte er viel Zeit und Ideen für gleich drei Romane. So wurde er zum Schriftsteller, mit 40. Sein erster Erfolg, Herr Lehmann, wurde auch verfilmt. West-Berlin heißt sein Kosmos und sein Held ist der Bierzapfer Frank Lehmann. Er hat sich sein Leben im Biotop Kreuzberg kurz vor dem Fall der Mauer eingerichtet. Mit den Romanen Neue Fahr Süd und Der kleine Bruder schließt Regener seine Trilogie über Herrn Lehmann ab. Doch dem Lebensgefühl dieser Figur ist er bis heute treu geblieben. Bis zu seinem neuesten, ganz aktuellen Roman Wiener Straße, der erneut ins exotische West-Berlin der 80er Jahre eintaucht. Aber daneben ist er immer noch vor allem Musiker. Und wenn wir den Bandnamen Element of Crime ernst nehmen, müsste Sven Regener beim Genre Krimi ganz in seinem Element sein. Rette mich von mir selbst. Hauptsache Liebe und Hauptsache Mut. Ja, Sven Regner. Sind Sie Krimi-Fan? Bitte? Sind Sie Krimi-Fan? Ich habe als Kind sehr viele Krimis gelesen, diese Kinderkrimis. Und auch als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich sehr viele Krimis gelesen. Später nicht mehr so. Es ist weniger geworden. Weiß auch nicht genau, warum. Ich habe das Letzte, was ich viel gern gelesen habe, sind die ganzen Krimis von James Lee Burke mit dem Helden Dave Robichaud. Die habe ich gern gelesen. Viel auf Englisch, weil unser Bassist David Young und mein guter alter Freund, der hat die immer mitgebracht auf Tournee und so. Da habe ich die auch gelesen. Das war super. Aber sonst eigentlich so jetzt so gezielt Krimileser bin ich eigentlich nicht. Und wie war es jetzt, diese geballte Ladung Verbrechen zu inhalieren? Sind Sie jetzt ein besserer oder ein schlechterer Mensch? Nein, ich glaube nicht. Also weder noch. Das habe ich halt auch einfach professionell bewältigt. Professionell, dann fangen wir doch mal an. Ganz sachte mit dem Krimi-Klassiker nämlich. Elke Heidenreich, Sie haben sich für die Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izaut entschieden. Wieso Izaut, frage ich da mal. Wieso? Ich war mal in Marseille und fand diese Stadt toll und aufregend und unglaublich lebendig. Und jemand sagte mir, dann musst du Izaut lesen. Das war vor 20 Jahren etwa. Und dann habe ich ihn gelesen und vor 5 Jahren ist das Buch herausgekommen im Union Verlag.
Mit allen drei Romanen, die mit Marseille zu tun haben, mit allen drei Krimis, mit dem Kommissar Fabio Montale. Der Iso hat, der war eigentlich Journalist, war aus Marseille und hat erst mit 50 angefangen zu schreiben und leider ist er mit 55 schon gestorben, sonst hätte er sicher weitergeschrieben. Und ich finde diese drei Krimis, die alle drei jetzt in diesem dicken Band sind, sehr, sehr erstaunlich und sehr schön. Wir haben jetzt den ersten gelesen. Jetzt, ich habe gesagt, Total nicht alle Cheops. Lesen, nicht alle drei lesen, die heißen Total Cheops, Schurmo und Solea. Alles, alle Titel sind, kommen aus Songs, aus Rap-Songs. Und Total Cheops bedeutet zum Beispiel knietief in der Scheiße. Anders kann man es gar nicht übersetzen. Und in dieser knietief in der Scheiße steht Fabio Montale, als er einen Fall aufrollt in Marseille, der mit seinen Freunden zu tun hat. Er ist dort aufgewachsen in einem der etwas schrägen und kriminellen Viertel mit zwei Freunden, Manu und Ugo. Und sie haben alle drei die gleiche Frau geliebt, Lole. Eine Zigeunerin, Manu hat sie gekriegt. Sie haben, als sie klein waren, fingen sie an, so kleinkriminelle Dinge zu tun. Überfälle, Einbrüche. Und dann hat sich aber sehr bald gezeigt, Manu wird wirklich, steigt ins große Verbrechen ein. Ugo geht in die Fremdenlegion und Fabio schlägt einen ganz anderen Weg ein, er wird Polizist. Und es ist auch ein Buch darüber, über diesen Zufall oder die Herkunft, das Elternhaus. Warum wird einer Verbrecher und einer Polizist? Also das geht unterschwellig immer mit. Manu ist erschossen worden bei einem Coup. Ugo kommt zurück und will ihn rächen. Und Fabio Montale entwirrt jetzt dieses ganze Geflecht, was dahinter steht, warum seine beiden Freunde tot sind. Lole spielt auch eine Rolle. Montale ist ein Mann, nicht so der klassische Kommissar. Er ist jemand, der die Frauen liebt, der sehr gerne isst und trinkt. Ein sehr sinnliches Buch, ein sehr sinnlicher Mann. Und ein bisschen ist Iso so für Marseille das, was vielleicht Tabucchi für Lissabon war oder Montalban für Barcelona. Es ist mehr als ein Krimi, es ist die Beschreibung einer Stadt und des ganzen Durcheinanders in dieser Stadt, in der so viele Fremde sind. Und schon vor 20 Jahren, als er das schrieb, spielt der Front National eine große Rolle, weil die Rechtsextremen haben damals schon angefangen zu wüten. Montale natürlich dagegen. Also 1995 erstmals erschienen. Wie aktuell ist denn das Buch heute noch? Also dieses Buch hat ja ein Zitat von Elke Heidenreich hinten auf dem Cover. Das habe ich auch hinterher erst und gesehen, von damals. Ja. Elke Heidenreich, deswegen hat sie sich gedacht, nehmen wir doch den Iso. Immer lustig macht über meine Lesezeichen, dann werde ich mich jetzt rächen und sagen, hier, dieses Zitat sagt uns, das Buch sei also deswegen fabelhaft, weil es unmittelbar mit der Welt zu tun habe, in der wir leben. Und ich habe mich schon gefragt, was ist das eigentlich für eine Welt? Also während ich das Buch gelesen habe, hatte ich manchmal das Gefühl, ich schaue einen etwas ollen französischen Film, wo die Männer noch Männer sind und die Frauen noch Frauen. Erst sind die Frauen Mädchen mit knospenden Brüsten und dann werden sie Frauen und trösten die Männer und kochen für die Männer. Das Zitat und die ist Männer, ja von vor 20 Jahren. Also Frau Heidreich, ich will mich gar nicht an dem Zitat festhalten, sondern an den Geschlechterrollenbildern, die uns hier vermittelt werden, die Männer prügeln sich, dann werden sie Freunde für immer und rächen sich, wenn einer gekillt wird, auch wenn sie sich zwischenzeitlich 20 Jahre nicht sehen, fahren sie sofort los und legen jemanden um, wenn sie das Gefühl haben, der Wert der Freundschaft ist bedroht. Diese Männer sprechen wenig, sie mögen keine Weicheier und Schlappschwänze und sie mögen auch keine Schwulen. Schwule muss niemand mögen in diesem Buch, auch der Held, der Kommissar, findet Schwule eigentlich schrecklich. Also das ist das eine, was ich obsolet finde an dem Buch. Das andere, was ich obsolet finde, hat Elke Heidenreich schon erwähnt. Und das finde ich eigentlich den wichtigeren Punkt, nämlich, dass hier wirklich Verbrechen, Gut und Böse, in der sozialen Bedingtheit uns geschildert wird. Und das ist ein drastischer Unterschied zu den Krimis, zu denen wir später kommen werden. Das ist irgendwie auch ein bisschen aus der Mode, dass man eben, wie Elke Heidenreich gesagt hat, sagt, es ist eigentlich ein biografischer Zufall, auf welcher Seite des Gesetzes man landet. Gut und Böse ist angelegt im Menschen. Und das ist fast tragisch, dass es so prädeterminiert ist, wo man dann schließlich landet. Das finde ich bemerkenswert an dem Buch und bemerkenswert vielleicht damit zusammenhängt auch, dass das Erzähltempo sehr viel langsamer ist als bei den anderen Krimis, auch die wir später anschauen werden. Ja, das ist wahr. Was ich faszinierend fand, ist, dass der Mann ja im Grunde genommen ist ja so, das zu lesen, das ist eine Ich-Erzählung, ist auch das einzige Roman hier, also mit einer ganz strengen Erzählperspektive.
dass er durch diese Stadt wütet wie so ein Troll. Also die ganze Zeit wird alles beschimpft und alles wird sofort bewertet und eingeordnet, wird sofort gesagt, das ist der ist so, der ist so, der ist so. Das ist nämlich faszinierend. Also das ist jemand, der die ganze Zeit eigentlich nur sich total auskotzt über alles, was da passiert. Also und auch auf diesem wie soll ich sagen, Männlichkeitstrip. Ja, also da ist dann so ein Taxifahrer, den kennt er gar nicht, den verhört er. Und dann ist er gleich ganz klar für ihn ein ganz schlimmer Typ. Der ist ganz übel. Er sieht Foto, der Taxifahrer zeigt ihm ein Foto von seinen Kindern und er sagt, ja, diese Kinder, ganz klar, die werden die Front National, den Front National wählen, die werden das und das und das tun. Das heißt, so eine ganz extreme Figur, dieser Kommissar, der die ganze Zeit eigentlich nur total sich auskotzt. Er ist wütend. Aber das gefällt ihm nicht. Ich werte das nicht. So. Ich bin fest entschlossen, heute Abend keinen Kollegen, nicht mal einen toten Kollegen zu haben. Das sind super Voraussetzungen für die Teilnahme dieser Sendung. Ich tue immer so, als wenn ich das einfach nur jetzt mal so beobachtet habe. Hätten wir das nur vorher gewusst. Der stille Beobachter. Das ist doch mal eine echte die Herausforderung Analyse. Auch. Ich sage nur, dass hier, es ist ein bisschen so, dieses Buch zu lesen ist ein bisschen so, manchen gefällt das ja auch, dass man, wenn man im Taxi sitzt und hat so einen Taxifahrer, der die ganze Zeit einem seinen Scheiß erzählt, obwohl man gar nicht danach gefragt hat. Ja, da wohnen nur Asoziale. Da hinten war ich mal, da haben sie mir auf die Fresse gehauen. Das ist aber echt übel da hinten. Das finde ich nicht gut. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Typen da drüben, die machen den ganzen Tag nur Mist. Ich kenne die ganz genau. Und ich frage mich die ganze Zeit als jemand, der dann hinten drin sitzt, warum hört ihr nicht endlich auf oder so? Das heißt, wir haben sowas wie eine Krimi-Handlung, die ich nicht richtig verstanden habe, der ich nicht wirklich folgen konnte, weil es für mich überhaupt keinen Sinn ergab. Was aber ich irgendwie auch okay finde, weil es ein absurdes Theater erinnert. Ich finde immer auch einen Grund, warum was gut ist. Und gleichzeitig haben wir so einen sehr extremen, so trollhaften, ja sozusagen Taxifahrer, der einen so in Geiselhaft nimmt. Man ist in der moralischen Beinschere von diesem Mann und der prügelt mit seinem Weltbild auf uns ein. Das ist irgendwie in seiner extremen Weise irgendwie auch schon wieder. Und da kommt jetzt das positive Wort, sehr faszinierend. Aha, also wir haben die Wertung sehr faszinierend. Aber liegt es daran, dass er im Grunde genommen tatsächlich alles über diese sozialen Bedingungen erklärt? Ja, vielleicht liegt das daran. Und nicht psychologisch. Ich habe es ja jetzt auch nach 20 Jahren wieder gelesen. Und mir ist es auch sehr langsam und sehr umständlich vorgekommen. Aber ich finde, im Gegensatz zu euch, da hat das Buch eine große Wärme. Weil mit welcher Wut auch immer der durch seine Viertel geht. Er liebt es ja. Er sieht die Jungs und er weiß, noch sind die Kleinen. Noch sind die erst 14, 15. Noch kann ich sie wegbringen vom Verbrechen. Aber das will er ja. Auch immer ein bisschen ist ja an Kitsch ist ja vorhanden. Mehr, nein, diese Wärme hat auch immer so ein bisschen was Kitschiges. Nein, niemals. Mediterraner Kitsch-Unterlage. Nein, das ist kein Kitsch. Er ist mehr Sozialarbeiter als Kommissar. Ja. Er sieht das, weil er war selber so ein Junge. Und er weiß, wie das endet. Mhm. Mit der Kugel und er lässt auch so Weisheiten vom Stapel, wie das Leben ist wie ein Boxkampf. Ja, mein Gott, dann ist es ja. Eben so. Aber es ist an keiner Stelle kitschig. Sondern naja, das war mit dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist unfassbarer Kitsch, aber ich liebe es. Ja. Ich denke, Sie wollten nichts werten. Es ist überhaupt nicht kitschig. Ja, das ist jetzt aber es ist langsam und altmodisch. Ich glaube, die beiden Wertungen heben sich auch ein bisschen auf. Also ich versuche, das neutral zu halten. Dass es unfassbarer Kitsch ist, aber eben, das ist irgendwie auch... Nein, es ist aber die Faszination. Es ist leichter also, ich glaube, Kitsch, nicht unfassbarer, aber es gibt tatsächlich gewisse Momente, die in den Kitsch rutschen. Vor allem, wenn es um diese Frauenkonstellationen geht. Da kommen dann solche Sätze, wie meine Zunge fand auf ihrer nie gesagte Worte. Ja, da sagt man, mein Gott, Fabio, mach weiter und so, aber Jahre. Trotzdem muss ich sagen, ich wiederum fand, das stimmt, die Rollenbilder sind tatsächlich also durchaus diskutabel. Nicht mehr zeitgemäß, ja. Das war vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch anders, aber das war vor die 20 Herangehens... Jahren auch nicht zeitgemäß, sorry. Doch. Ich habe vor 20 Jahren auch schon gelebt, obwohl man es kaum glauben möchte und das war auch da schon. Naja, aber man merkt schon, was sich geändert hat. Aber auf eine Weise ist es natürlich, auf eine Weise ist dadurch auch ein Zeitdokument. Ja? Ja, was soll daran lustig sein? Aus heutiger Perspektive finde ich diese Schilderung dieses Schmelztiegels Marseille tatsächlich sehr gelungen und auch sehr interessant. Also ich würde die beiden anderen Bände gerne noch weiterlesen, weil das, was zum Beispiel, wir hatten das Buch Didier Eribon, ja, der macht es dann, der macht eine soziale Abhandlung daraus, aber hier haben wir es mit einem Krimistoff zu tun, der im Grunde genommen dieselben Fragen aufwirft wie andere
Heute das auch noch. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, was wirklich nicht obsolet ist, ist ja der Kosmos Marseille. Es ist gerade ein viel diskutiertes Buch erschienen, was über Marseille geht. Es ist eine große Reportage von einem französischen Journalisten namens Philippe Puyol. Das heißt, die Geburt eines Monsters. Und da geht es genau um Marseille und die eklatanten Kontraste, die dort aufeinander prallen. Marseille hat sehr viel Geld bekommen, jetzt im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt. Und es gibt Yachten im Hafen, aber es gibt diese Ränder immer noch von Drogen und Kriminalität und Korruption. Also da ist das Buch ganz aktuell, in diesem Kosmos, in dem es spielt. Mhm. Das denke ich auch, in dem sozialen Gefüge, in dem das Ganze angesiedelt ist. Ich finde auch die Sprache und manche Bilder, die er im Kopf hat, sehr altmodisch und kitschig, finde ich es nie. Aber ich finde, dass es nach den 20 Jahren plötzlich eine erstaunliche Aktualität wieder hat, mit diesem Völkergemisch in bestimmten Vierteln und wie man damit umgeht und klarkommt. Ja. Also ich habe es gerne wieder gelesen, ich habe ihn immer noch gern. Ich habe es auch gerne gelesen. Er hört ja tatsächlich, das hat der Elke Heidenreich vorhin gesagt, relativ viele Songs. Sie, Sven Regner, sind ja als Schriftsteller und als Musiker extrem erfolgreich. Haben Sie denn die Songs in Ihrem inneren Ohr während der Lektüre mitgehört? Hinten gibt es eine Diskografie, wo die alle aufgelistet sind. Oder ist das an Ihnen in dem Sinne spurlos vorbeigegangen? Gab es nicht den Soundtrack quasi zum Buch in Ihrem... Ich weiß nicht, also das hatte so allegorischen Charakter. Also man muss das Zeichensystem dann, um es entziffern zu können, muss man es kennen. Das ist ja die Idee für die Allegorien, wie gesagt, zur Metapher. Da muss ich also das nachhören. Das kann man machen, das glaube ich auch. Ich finde es immer gut, wenn jemand Musik erwähnt, das ist ja immer schön. Und er zitiert ja auch Texte und versucht sie in Zusammenhang zu stellen mit dem, was da passiert. Aber ich habe da, glaube ich, nicht, weil ich jetzt Musiker bin, einen besonderen Zugang zu oder so. Ich glaube, das müsste zur Not auch ohne gehen. Aber sind ja doch sehr bekannte Ray Charles, Miles Davis, Moore. Ja, aber man darf nicht vergessen, das sind natürlich oft auch so Kulturschmockerien, nicht? Also die guten Leute hören immer die anspruchsvolle Musik und wo irgendwas Schlimmes ist, da ist auch schreckliche Musik unterwegs bei ihm. Also das ist auch so ein bisschen so ein Problem, nicht? Also dass man sagt, also wie auch bei diesem Taxifahrer sagt, ich weiß schon, was das für einer ist. Ja, er weiß es einfach, er kennt diesen Mann, ich hatte nie mit ihm gesprochen, er sieht es ihm einfach an der Nasenspitze an. Das ist schon ein problematischer Ansatz für einen Polizisten. Also finde ich schon, also dass man sagt, so, ich weiß, dass es für einer ist, nicht? Und der ist so und so drauf, obwohl der ihm nichts getan hat. Und so ist es auch ein bisschen da, dass die guten Leute hören halt die kulturell hochstehenden Sachen, die hören dann halt Ray Charles und Miles Davis und also auch die Frauen, auch die Prostituierten, wenn die gut sind, dann machen sie das. Die anderen hören dann irgendwas, was er nicht so gut findet oder was oder gar nichts oder so. Also Whitney Houston ist dann böse. Wer Whitney Houston hört, ist dann ein schlechter Mensch. Und das ist eben so eine Art, dass man nicht mit Schmockerie, da hört es dann irgendwann auch mal auf. Aber immerhin beschäftigt er sich mit Musik in diesem Buch. Also so gesehen kann man ihm das durchaus zugute halten, wenn man denn Lust hat, ihm das zugute zu halten. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Buch an, das Sie für die Sendung mitgebracht haben. Durst des norwegischen Schriftstellers Jo Nesbø. Jo Nesbø ist in Norwegen ein sehr bekannter und beliebter Bandleader. Er ist auch ehemaliger Profifußballer. Er war Börsenmakler, bis er einen Burnout bekam und anfing zu schreiben. In Zahlen gemessen ist er heute der erfolgreichste Schriftsteller Norwegens mit über 30 Millionen verkauften Büchern weltweit. Das sind alle 23 Sekunden ein Buch, sagt der Verlag. Das hat der Verlag gesagt. Ihre Begründung, Sven Regner. Alle 23 Sekunden ein Buch. Das finde ich schon allerhand. Ihre Begründung war, gehen wir doch mal dahin, wo es weh tut. Nein, meine Begründung war so, ich wollte eigentlich einen dieser Dave Ravishow-Romane von James Lee Burke besprechen. Und Sie sagten, nein, nehmen Sie doch lieber einen von diesen neu erschienenen Büchern von James Lee Burke mit Hackberry Holland. Und das war so ein Riesenschinken. Ich nahm den also, las den und stellte dann ganz am Ende fest, nach 500 Seiten, es ist überhaupt kein Krimi, nicht mal... Ich wollte dann eigentlich, dass wir können ja auch über die große Krimi-Enttäuschung reden. Was passiert, wenn ich mir einen Georges Simenon-Roman kaufe und der ist gar nicht mit Kommissar Maigret, sondern mit belgischen Binnenschiffern oder so. Und dann sagten sie, nein, wir müssen schon mit über... Und Krimi gesagt, ist Krimi. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir jetzt dahin, wo es weh tut und nehmen einfach Jo Nesbø, den kenne ich nicht. Dann lese ich den mich jetzt eben durch und dann finde ich den eben gut. Also, ist doch egal. Das machen wir jetzt mal.
Wir gehen mal dahin, wo es weh tut. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Ich kann das immer so sagen. Ja. Erst liest Thomas Sauerbacher für uns eine Passage aus dem Thriller in der Übersetzung von Günther Frauenlob. Die junge Elise sitzt in ihrem Wohnzimmer und ist auf der Suche nach möglichen Kontakten auf der Dating-App Tinder. Ich hoffe, Sie wissen, wie das funktioniert. Bitte, Thomas Sauerbacher. Pling, ein Tinder-Match. Der triumphale Handyton, wenn jemand, den du bereits nach rechts verschoben hast, dein Bild ebenfalls nach rechts schiebt. Elise schwirrte der Kopf, ihr Herz galoppierte. Sie kannte den Tinder-Effekt und wusste, dass der Aufregung eine erhöhte Herzfrequenz folgte. Und dass eine ganze Reihe von Glückshormonen freigesetzt wurde, von denen man, wie sie jetzt wusste, abhängig werden konnte. Aber nicht deshalb galoppierte ihr Herz so wild. Denn das Pling war nicht von ihrem Telefon gekommen. Es war nur exakt in dem Moment zu hören gewesen, als sie das Bild nach rechts geschoben hatte. Das Foto der Person, die sich laut Tinder weniger als einen Kilometer entfernt befand. Sie starrte auf die geschlossene Schlafzimmertür, schluckte. Das Geräusch musste aus der Nachbarwohnung gekommen sein. Im Haus wohnten viele Singles, viele potenzielle Tinder-Nutzer. Und es war mittlerweile vollkommen still, sogar in der Wohnung unter ihr, in der die Mädels eine Party gefeiert hatten, als sie zu ihrem Date gegangen war. Sie wusste, dass es nur eine wirksame Methode gab, um eingebildete Monster loszuwerden. Man musste sich ihnen stellen. Elise stand vom Sofa auf und ging die 4 Schritte zur Schlafzimmertür, zögerte. Ein paar Vergewaltigungsfälle, an denen sie gearbeitet hatte, gingen ihr durch den Kopf. Sie riss sich zusammen und öffnete die Tür, blieb auf der Schwelle stehen und rang nach Luft, weil keine da war, auf jeden Fall keine, die sie einatmen konnte. Das Licht am Bett brannte und das Erste, was sie sah, waren die Sohlen der Cowboystiefel, die aus dem Bett herausragten. Jeans und ein paar lange übereinander geschlagene Beine. Der Mann, der dort lag, war wie auf dem Foto, halb im Dunkeln, unscharf. Er hatte sein Hemd aufgeknöpft und die Brust entblößt. Das Gesicht, das darauf tätowiert war, bannte sie. Der stumme Schrei. Alles hinge es irgendwie fest und versuchte rauszukommen. Auch Elises Schrei blieb stumm. »So sehen wir uns also wieder, Elise«, flüsterte er. Aufgrund der Stimme wusste sie, warum ihr das Profilbild so bekannt vorgekommen war. Die Haarfarbe war verändert, das Gesicht schien operiert worden zu sein, sie sah noch die Narben. Er hob die Hand und schob sich etwas in den Mund. Ja, danke, Thomas Sauerbacher. Er schiebt sich etwas in den Mund und dieses Etwas ist ein Gebiss aus Eisen, mit dem er anschließend in Elises Hals beißt und deren Blut trinkt. Ein Vampirist, wie es in der Fachsprache so schön heißt. So, was finden Sie jetzt daran so gut, Sven Regner? Ich kann es Ihnen sagen. Die Sache ist so, dieses Buch ist nichts für Vegetarier, das ist mal sicher. Die Leute werden da auf sehr grausame Weise umgebracht. Und Leute? Nur Frauen? Nein, es werden auch Männer umgebracht. Zum Beispiel der Barbesitzer türkischen Ursprung, türkischer Herkunft. Aber zum Beispiel. Der wird nicht ausgesagt. So, nein, Moment, der, jetzt. Moment. Immer mit der Ruhe. Der wird vor die Wahl gestellt, will er erschossen werden oder will er die Kanüle in den Hals. Aber er hat die Wahl dann nicht mehr, weil er kriegt dann die Kanüle in den Hals. Also. Spoiler-Alarm, okay, aber darum geht es gar nicht. Weil das ist nicht wichtig. Ich glaube, worum es hier geht, ist einfach, das ist eine Art von Kriminalroman, in dessen Mittelpunkt die großen Bilder stehen. So nennen das die Filmproduzenten oder was sie auch die Production Value. Es werden große Bilder geschaffen, unfassbarer Grausamkeit. Ja? Da werden Kehlen aufgebissen, da werden mit Eisen gebissen, aber auch durchaus mal jemand einfach so erschossen. Das ist egal. Aber tatsächlich, es werden große Bilder geschaffen, die man irgendwie auch schon kennt, die man irgendwie schon mal gesehen hat in irgendwelchen Filmen, in irgendwelchen solchen Geschichten. Die werden geschaffen und die stehen wie so riesengroße Monolithe drin. Ich kannte mal einen Filmregisseur, der sagte zu mir, manchmal macht man ganz einen Film nur wegen einer einzigen Szene, die man unbedingt drehen will. Und so kommt es einem hier vor, hier gibt es so sehr grausame Szenen, die werden da so reingestellt und dazwischen, das ist interessant, dazwischen kommt Harry Hole. Harry Hole ist der Kommissar, den sie hier reanimieren, der ist ein Spezialist, sagen sie, eine Legende, also in Norwegen eine Legende für die Aufklärung von Serienmorden.
Der wird reanimiert, weil der eigentlich mittlerweile als Dozent an der Polizeihochschule noch unterwegs ist, um das zu lösen. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Ermittlungen, diese Mörder sind, dieser Mörder, oder vielleicht sind es auch mehrere, ich will das nicht verraten, scheinen wahnsinnig übermächtig klug zu sein. Die machen das wahnsinnig geschickt, hinterlassen keine DNS, gar nichts. Ja, also so. Aber gleichzeitig haben wir hier ein Ermittlungsteam, das so unfassbar stümperhaft vorgeht. So unfassbar schlecht. Ich meine, allein Harry Hule verschuldet eigentlich den Tod von mindestens 3 Menschen in diesem Buch, weil er sich einfach total bescheuert anstellt, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil er unfassbare Fehler macht. Ja? Das ist jetzt interessant. Die Frage ist, warum liest man das? Es ist nicht sonderlich spannend, weil es passiert eigentlich nichts. Es passieren diese Morde und dann ermitteln die eigentlich immer in die falsche Richtung und es geht nicht besonders gut weiter. Aber dann passieren wieder so Sachen und dann das mit den Zähnen ist plötzlich auch egal. Das mit dem Blut ist plötzlich auch egal. Eine Frau wird ermordet, weil sie... zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, nur um das mit dem Stümperhaft zu sagen. Da ist eine Frau, die überlebt den Angriff dieses Mörders. Ja, also der beißt sie auch und so. Aber sie retten sie rechtzeitig. Tun sie ins Krankenhaus und bewachen die nicht mal. Die liegt da einfach so. Der Mörder geht dann hin mit einem Blumenstrauß vorm Gesicht und sagt zu der Empfang, wo liegt die denn? Und die sagt ihm das, weil er der Verlobte ist, wie er meint. Und dann geht er dahin und haut ihr eine Spritze rein und geht wieder. Und keiner bekommt es mit, dann stirbt die einfach. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. In Ihrer Nacherzählung ist das Buch viel besser. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Das begeistert mich. Also das ist, und dann haben wir gleichzeitig haben wir auch so Bilder, wie zum Beispiel der korrupte Polizeipräsident, der Innenminister werden will, der hat also ein Büro ganz weit oben auf dem Tower. Und von da aus guckt er über die ganze Stadt. Ich meine, wir reden über Oslo. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Oslo... Aber ja, aber klar, schön. Oslo ist aber jetzt hier wirklich Gotham City geworden. Also schaut und über diese ganze Stadt voller Verbrechen und so. Und er ist da, das ist wirklich toll. Das heißt, halt dieses Comichafte. Ich meine, da gibt es auch noch irgendwo einen Fledermausmann als Zeichnung an der Wand. Und so. Also hier ist auch Batman. Also der Mann ist ja im selben Alter wie ich. Der hat diese ganzen Batman-Comics gelesen und so. Was ich sagen möchte ist, hier, das ist hochgradig, das meine ich auch hier allegorisch, weil es wird mit Bildern und Zeichensystemen gearbeitet, die man kennen muss, um sie zu gutieren, weil man dann nämlich die Bilder, die man mal gesehen hat, die man hier gar nicht unbedingt gut beschrieben bekommt, sofort wieder abrufen kann. Und dazwischen haben wir diese unfassbar ehrpusseligen Ermittler, die totalen Quatsch bauen. Und ich glaube nur deshalb, damit man sich nach diesen furchtbaren Morden wieder abregen kann. Also es ist quasi ein ständiges Wechselbad zwischen, wenn man das wirklich aufmerksam liest, total Grusel irgendwie, was da wieder schon Schreckliches passiert. Und dann dazwischen ist diese unfassbar träge, schneckenhafte Ermittlung, die eigentlich immer nur in die falsche Richtung geht. Und das ist irgendwie, finde ich, ein höchst faszinierendes Phänomen. Schon wieder faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass man sowas so zusammenbringen kann. Das muss ich auch sagen. Da stimme ich Ihnen zu. Kommen wir noch mal zurück zu den Morden an den Frauen. Ja? Also skandinavische Thriller sind ja dafür bekannt, dass sie extrem brutal sind. Ja. Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie blutrünstig ist denn dieses Buch? 10. Also ich fand es sehr blutrünstig. Und ich habe aber gedacht, in Skandinavien ist ja immer dunkel und es regnet viel. Da kommt man schon mal auf schlimme Gedanken und auf böse Geschichten. Also ich wundere mich, dass wirklich 30 Millionen Menschen das wahnsinnig gerne lesen und davon unterhalten werden. Mich unterhält es nicht, wenn jemand einer Frau ein Messer in die Scheide stößt und sich dann an ihren Schreien befriedigt. Mich unterhält es nicht, wenn er einer Frau die Brustwarzen abbeißt und aufisst. Ich finde das schrecklich und das sind Bilder, die mich verfolgen. Jetzt will ich aber nicht 30 Millionen Menschen in die Pfanne hauen. Wenn die das unterhaltend finden, dann frage ich mich, was mache ich dann falsch mit Literatur? Ich lese das, mich gruselt vor der Schlechtigkeit der Menschen, weil ich mir das alles vorstellen kann. Und der verschusselte Ermittler, der ist mir schon fast wieder sympathisch, weil das der will auch nicht näher. Das meine ich, genau das meine ich. Keiner das ist will ja näher hingucken. Genau, da ist man endlich wieder da bei normalen Menschen, die den ganzen Tag Quatsch machen und so. Genau. Und dieser Serienkiller, ich meine, warum muss es immer ein Serienkiller sein und immer Frauen und 650 Seiten? Mich hat das Buch wirklich gefällt. Es ist noch nicht mal ein Serienkiller. Und er mag noch nicht mal Blut, das kommt auch noch raus. Und ich habe eine Besprechung gehört im WDR,
WDR, da haben die gesagt, das wäre literarisch auf hohem Niveau. Das wünscht man sich ja beim Krimi, dass er literarisch interessant ist. Die Wallander-Krimis, finde ich, sind das. Aber dieser hier, ich finde den auch sprachlich ganz, ganz schlecht. Sie haben vorhin so zitiert, um mir einen auszuwischen. Aus nicht dem um ISO. Ihnen mal eins auszuwischen. Ja, 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 doch, ich so kenne nur, Sie doch. Nur aus fachlichen Gründen. Aber ich soll auch bei mir eins auszuwischen. Hier guckt er immer auf den Po von Frauen und das ja, Sonnenlicht Frau küsst ihr seidiges blondes Haar. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich könnte Ihnen gar nicht lebhafter zustimmen. Das ist wirklich kitschig. Und ich bin froh, grausam, dass wir endlich über die literarische Qualität sprechen. Grausam und kitschig. Und die schönste Stelle möchte ich zitieren. Wenn er Blut trinkt, er trinkt ja immer Blut, immer ein Scheibchen Zitrone dazu, sonst ist es zu süß. Ja, aber jetzt sind Sie wieder beim Inhalt. Also, ich finde, man muss jetzt wirklich gehen wir mal weg vom Inhalt, weil davon haben wir ja recht viel. Genau. Schon verraten und es gibt, glaube ich, doch noch Leute, die das Ganze lesen wollen. Sogar wie ist es sprachlich? Es ist eben tatsächlich so, dass zunächst die Figuren wirklich so klischeehaft sind, dass sie eigentlich schon fast Allegorien sind. Es gibt diesen. Ja, sagt ja das. Hallo? Soll ich jetzt nach Hause gehen oder was? Nein. Das ist jetzt kein kann Gedanke, ich vielleicht auch einmal einen einzigen Satz zu Ende bringen, zur Abwechslung? Ich habe das aber also, zuerst die Figuren gesagt. Sind das so, dass sie schon klischeehaft sind. Das ist aber nicht das Schlimmste an dem Buch. Und jetzt kommt was Sie noch nicht gesagt aber haben. Das Schlimmste an dem Buch ist eben, dass es wirklich keinerlei Mischung zulässt im Verhältnis von Gut und Böse, sondern die Bösen hier sind so böse, dass man es sich kaum noch vorstellen kann, und die anderen sind die Guten. Das heißt, hier wird eigentlich auf einer Ebene operiert, die man wirklich als Trivialliteratur ansprechen muss, denn es ist pseudorealistisch, es ist sensationsheischend und es arbeitet mit einer ganz schematisierten Sicht der Welt letztlich. Hier ist ja nichts irgendwie komplex, hier sind's Sie sind teuflisch böse auf der einen Seite und dann die etwas unbedarften, hilflosen Guten, die versuchen, diesen Fall aufzuklären. Aber soweit ich das in einem Interview mit Ionespe gelesen habe, verzichtet er ja auch auf diesen Anspruch, realistisch sein zu wollen. Er hat ja seinen Harry Hole tatsächlich selber mit Donald Duck auch verglichen. Er sagt, ja, das ist, also insofern hatten Sie recht, es ist sozusagen eine Figur, die er generiert, die alles mitmacht, die ständig in dem Sinne erschossen wird und wieder aufsteht. Ihm fehlt auch ein Finger und dann passiert noch das. Und ich meine, es gibt eine Szene, wo es wirklich bis zum Äußersten kommt. Da würde auch kein erwachsener, normaler Mann wieder ja, aufstehen. Und Teil, noch es hat dann diese andere Ebene, wo er auch wieder versucht, diesen Menschen als beziehungsunfähigen Spiegeltrinker darzustellen. Da habe ich mich auch gefragt, nachdem ich vorher schon Ochsen lesen musste, über den wir dann sprechen, warum sind eigentlich alle Kriminalhelden immer beziehungsunfähige Spiegeltrinker? Gibt es keine anderen interessanten Charaktere? Spiegeltrinker? Was ja, müssen wir auf ein Niveau kommen, damit sie überhaupt funktionieren, sozusagen. Funktionierende Alkoholiker, könnte man auch sagen. Ja, weil es dann besonders schön ist. Nein, nein, er ist trockener Alkoholiker und hat einen Rückfall. Wenn entweder man legt die Figur fantastisch an oder man versucht sie gebrochen und realistisch anzulegen. Aber der 11. Band, den gibt es doch schon seit 11 Bänden. Ja, und was hat das jetzt mit der literarischen Qualität zu tun? Ja, aber wie lange hält denn dieses Bild? Wie lange noch, Frau Reich? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Also, es ist der 11. Was macht den Erfolg aus? Was ist der Reiz? Das genau das, was ich eben gesagt habe und als Kriterien letztlich für Ramsch-Literatur aufgelistet habe. Es ist handlungsorientiert, es ist sensationell, es arbeitet sehr vordergründig, es arbeitet mit einfach strukturierten Dialogen und es geht schnell. Natürlich ist das unterhaltsam. Aber wenn das 30 Millionen unterhält, dann machen wir doch hier mit unseren Büchern irgendwas falsch. Ja, da können offenbar. Wir doch nur noch über solche Bücher Nein, reden. Nein, das eine spricht ja nicht gegen das andere. Was meint ihr jetzt mit dem einen und dem anderen? Also, ja, weil bei 6 Milliarden Menschen auf der Welt sind 30 Millionen auch nicht so viel. Na ja, also was ich sagen will, es bleiben ja immer noch Leser für Ihre Bücher übrig und für meine, Frau Heidenreich. Das ist schon okay. Ich denke mal, dass dass es hier die großen Bilder sind, die ich auch persönlich nicht für sehr gut, nicht gelungen halte, sondern ich persönlich kann sowas gar nicht lesen. Ich bin der Typ, dem der Glücksbärchen-Film schon zu hart ist. Ja, also ich kann sowas gar nicht sehen. Also alles, was über FSK 12 ist, kommt mir nicht ins Haus. Soll ich euch mal was gestehen? Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, das Interessante ist, was mich interessiert, ist, warum diese totalen Widersprüche und das totale Versagen und dieses totale Dahinmeandern dieser polizeilichen Untersuchung stört auch keinen.
Und ich glaube, das liegt daran, weil nämlich das totale Versagen dieser Polizei, eigentlich die ganze Zeit, diese Stümperei, dazu führt, dass es noch mehr von diesen großen Bildern gibt. Weil da kann er ja noch mal einen um die Ecke bringen. Nicht? Mit Blut und allem drum und dran, Eisengebissen. Ja, aber das heißt, der Leser sucht diese Sensor, also diesen Gewaltpornografie. Das ist auf eine Weise ist das natürlich, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, warum, aber das trifft auf ein Bedürfnis. Und das heißt überhaupt nicht, dass man das zu Hause nachmacht. Um aber findet ihr das nicht traurig irgendwie, das heißt, dass Leute das Bedürfnis haben, solche Gewaltszenen zu lesen? Ja, ich meine, ich frage jetzt mal eine ganze... Ich verstehe es ja auch nicht, aber... Ich möchte ein Geständnis machen und eine blöde Frage stellen. Ist beides erlaubt? Was zuerst? Erst die blöde Frage oder erst... Erst das Geständnis, dann die blöde Frage. Das Geständnis, ich habe das gelesen in einer Sturmnacht, ich war allein zu Hause, ich habe richtig Angst gekriegt, ich habe meine Gaspistole aus dem Keller geholt, habe mein schärfstes Küchenmesser neben mich gelegt und habe dem Hund gesagt, mach hopp, und der Hund hat neben mir im Bett geschlafen, das tut er sonst nicht, weil ich plötzlich dachte, ich will jetzt mit diesen Bildern nicht einschlafen und allein sein. Die Frage ist, wenn man so detailliert beschreibt, wie man Menschen quält, ist das nicht für kranke Psychopathen auch eine Anleitung und eine Möglichkeit zu lesen, was man noch alles machen kann? Ja, aber das gilt auch für jeden Michael-Haneke-Film. Das gilt auch für jedes Ego-Shooter-Spiel. Die Diskussion gibt es ja immer wieder auf allen Ebenen. Aber mir macht das Angst. Das gilt auch für Bilder von Breugel. Also das muss man nur sagen. Auch da, da muss man noch eine gewisse Eigenleistung erbringen. Ich finde immer, lernen wir hier was übers Menschsein? Ja, nehmen genau, wir das ist eine Frage. Das fürchte ich fast. Oder, ja, was denn? Grausamkeit, unendliche, nicht bremsbare Grausamkeit. Von der wissen wir zwar aus Kriegen und von Folter und allem, aber wenn ich das lese als Unterhaltung, dann bin ich vollkommen entsetzt. Ich weiß, dass es diese Grausamkeit in der Welt gibt. Ich weiß, dass Menschen gefoltert werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Serienmörder rumgehen. Ich sehe übrigens auch gerne Krimis. Ich habe dann immer das Gefühl, die großen Bilder und so. Aber wenn ich es lese, erschreckt es mich. Aber Frau Heidenreich, das ist gut. Vielleicht habe ich die falsche Erwartung an Bücher. Nein, das finde ich ganz interessant, was Sie sagen, weil das ist genau die Entwicklung, die man im Vergleich mit dem ISO auch ablesen kann. Offenbar geht es nicht mehr um die soziale Bedingtheit von Delinquenz, sondern es geht plötzlich um so individualpsychologische Verirrungen, es geht um geniale Spiele und es geht auf der Seite der Ermittler geht's nur noch um ausgefeilte Forensik und Techniken. Mhm. Es geht überhaupt nicht mehr darum, den Delinquenten, den Bösen, den Verbrecher im Kontext seiner gesellschaftlichen Bedingtheit darzustellen. Das ist offenbar nicht mehr gefragt. Und die interessante kulturelle Frage ist doch, wieso nicht? Wieso interessiert das die Leute nicht mehr? Weil das hat die Leute früher am Krimi interessiert. Aber wenn das mal ist, dann müssen wir doch ganz deutlich sagen, 30 Millionen hin oder her, es ist Schund. Es ist Schund, das habe ich doch schon vorhin gesagt. Darf ich mal was sagen, was mich an dem Buch interessiert hat? Weil ich das wirklich... Ja, gerne. Ach so, Entschuldigung. Wie, na und? Es ist Schund, na und, sage ich nur. Aha, es ist Schund, na und. Nein, ich möchte ganz kurz noch was sagen, was mich an dem Buch interessiert hat, weil ich das wirklich mit Interesse gelesen habe. Zwischendurch habe ich mir gedacht, lege ich das jetzt weg? Und dann wollte ich es aber doch zu Ende lesen. Ohne diese Gaspistole? Das schaffe ich dann schon. Ich bin... Der Titel Durst, ja, der ist ja vordergründig, bezieht er sich auf diesen Blutdurst, den der Killer da sozusagen verfolgt. Und gleichzeitig gibt es eine Ebene bei dem Kommissar, die ja immer mitschwingt, nämlich warum macht er das eigentlich? Und er hat ja auch einen Durst, nämlich den Durst nach Erfolg, den Durst nach Gewinnen. Und er wird immer wieder... Und nach Anerkennung. Er ist auch trockener Alkoholiker. Aber ich finde, diese Ebene zu fragen, ist es eigentlich eine Berufung? Und diese Frage wird ja immer wieder auch gestellt. Ist es eine Berufung oder ist es die Sucht nach dem Erfolg, der Durst nach der Anerkennung? Die ist etwas, was jetzt unabhängig von allem, was wir angesprochen haben, mitschwingt und doch auch interessant ist und diesen Kommissar auch interessant macht, weil Auf dieser allgemeinen Ebene kann man jedes Buch dann quasi interessant finden. Wenn Sie es so grundsätzlich reduzieren, können Sie das überall finden. Ja, also es ist einfach nicht in jede Hauptfigur reingeschrieben. Und hier ist es definitiv in Harry Hule. Ja, aber Sie können auch sagen, Pippi Langstrumpf verspürt den Durst nach Anerkennung. Aber bei Pippi Langstrumpf ist es kein Thema. Hier ist es Thema, hier wird es angesprochen. Das ist schon ein Thema bei Pippi Langstrumpf. Aber das spricht nicht gegen Harry,
Harry Hule. Was ich aber denke, ist, dass wir, was wir natürlich, womit wir es hier auch zu tun haben, komischerweise kommen ja doch viele, oder interessanterweise kommen viele dieser Krimis, die diese große Brutalität da drin haben und auch sehr sensationelle Morde, das werden wir auch bei Ochsen übrigens noch sehen, kommen aus Skandinavien. Ja. Warum ist das so? Weil es so dunkel ist und immer regnet. Das ist eine Erklärung. Die andere, sagen, es hängt mit der Wohlstandsgesellschaft Die andere Erklärung wäre natürlich auch, dass man zum Beispiel diesen großen sozialen Konflikt, den man zum Beispiel in Marseille ganz deutlich klar machen kann, kann man da so eigentlich gar nicht postulieren. Genau, also in einem Land, wo jeder Neugeborene sozusagen mit, was weiß ich, 400.000 Euro auf die Welt kommt, weil sie diese Ölquellen und die entsprechenden Rücklagen haben, ist das eigentlich nicht so ein richtiges Thema. Das wäre richtig, wenn es nicht die andere Tradition auch bei den skandinavischen Krimis wäre, die der Sozialkritik ist eine auch sehr skandinavische Tradition. Ja, insofern kann man nicht sagen, dass es an unterschiedlichen Gesellschaften Realitäten liegt. Finde ich jetzt schwierig, aber ich zumindest ist aber so. Ja, okay, dann ich glaube, wir reden dann nachher weiter. Na gut. Jetzt möchte ich einfach, weil ich davon ausgehe, dass es doch sehr viele Nesbø-Fans gibt, schließlich steht das Buch ganz oben auf der deutschen Bestsellerliste, darauf hinweisen, dass sein Roman Der Schneemann Mitte Oktober ins Kino kommt, verfilmt von Martin Scorsese und mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Weniger blutrünstig, dafür aber ziemlich eklig, geht es in diesem Buch hier zu. Eileen von Otessa Moshfegh. Otessa Moshfegh ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihren letzten Roman McGlue sehr gut kritisiert wurde, also hoch gelobt von der Kritik wurde, aber schlecht verkauft. Und deshalb nahm sie sich einen Ratgeber zur Brust mit dem Titel The 90-Day-Novel, eine Anleitung dafür, wie man in 90 Tagen einen Bestseller schreibt, und schrieb Eileen. Und prompt steht das Buch ganz oben auf der Krimi-Bestenliste. Philipp Tingler, was hat Sie daran überzeugt? Was mich eigentlich bei jedem Buch überzeugt, ganz unabhängig von der Handlung, nämlich die literarische Qualität. Ich finde, dass das wirklich ein bemerkenswertes, außergewöhnliches Buch ist. Es ist, möchte ich sagen, das literarischste Buch, was wir heute Abend besprechen. Dazu gehört vielleicht heute Abend jetzt auch nicht so besonders viel. Aber, es verbindet eben auf ganz, Sven Regner würde sagen, faszinierende Weise einerseits den Bildungsroman und den Emanzipationsroman mit diesem verstörenden, düsteren Roman noir auch, mit grotesken Zügen der schwarzen Komödie. Und am interessantesten finde ich, dass hier ein literarischer Typus wieder zurückkommt, den wir eigentlich kennen aus der vorletzten Jahrhundertwende, nämlich die Femme Fragile. Das ist diese Eileen, die Hauptfigur, ist eigentlich ein Wesen wie Arthur Schnitzler und Sylvia Plath zusammen sich das hätten aushecken können. Eine farblose, unscheinbare Antiheldin, die aber durchtrieben, skrupellos, manipulativ und berechnend sein kann. Die Eileen arbeitet, also sie ist 24, als das Buch spielt, 1964. Es wird in der Rückschau erzählt, sie arbeitet als Sekretärin in einem Jugendgefängnis. Sie wohnt zusammen mit ihrem Vater, der früher Polizist war, jetzt paranoider Alkoholiker ist, schon wieder ein Alkoholiker also. Eileen schläft oben unterm Dach, trägt die Kleider ihrer toten Mutter und neigt dazu, mit ihrer geradezu manischen physischen und psychischen Selbstzerlegung den Leser wahnsinnig zu machen. Ja, und wie diese Eileen sich selbst sieht, das hören wir jetzt von Thomas Saarbacher in der Übersetzung von Caroline Anke-Burger. Wenn ich mich unwohl fühlte, half es mir, mich mit meinem Äußeren zu beschäftigen. Im Grunde war ich sogar ziemlich besessen von meinem Aussehen. Meine Augen sind klein und grün und viel Liebenswürdigkeit lässt sich nicht darin finden, besonders damals. Ich zähle nicht zu den Frauen, die ständig andere glücklich machen wollen. So schlau bin ich nicht. Hätten Sie mich damals mit meiner Haarspange und meinem grauen Wollmantel gesehen, würden Sie vermuten, dass ich in dieser Geschichte nur eine Nebenrolle spiele. Wohlerzogen, ausgeglichen, langweilig, unbedeutend. Von Weitem sah ich aus wie ein schüchternes Mädchen. Und manchmal wünschte ich mir das damals auch. Aber ich fluchte oft, lief rot an und geriet leicht ins Schwitzen. An diesem Tag knallte ich die Badezimmertür zu, indem ich mit der flachen Schuhsohle dagegen trat, sodass ich sie beinahe aus den Angeln hob. Äußerlich sah ich stumpf und unbeteiligt aus.
Aber in Wirklichkeit kochte ich innerlich. Ständig rasten mir Mordgedanken durch den Kopf. Hinter der ausdruckslosen, trübseligen Miene, die ich aufsetzte, konnte ich mich leicht verstecken. Ich war davon überzeugt, dass alle darauf hereinfielen. Und Bücher über Blumen oder Hauswirtschaft mochte ich schon gar nicht. Lieber las ich schaurige Dinge, Mordfälle, Krankheiten, Tod. Ich weiß noch, dass ich mir eine der dicksten Enzyklopädien in der Stadtbücherei auslieh, eine Abhandlung über altägyptische Medizin, weil darin gezeigt wurde, wie Toten das Gehirn durch die Nase herausgezogen wurde, als sei es ein Knäuel Wolle. So stellte ich mir auch mein Gehirn vor, ein völlig verknoteter Wirrwarr in meinem Schädel. Die Vorstellung, dass meine Hirnwindungen entknotet und gerade gebogen und so in einen Zustand friedvoller geistiger Gesundheit versetzt werden könnten, empfand ich als tröstlich. Ich hatte oft das Gefühl, dass etwas in meinem Kopf falsch verdrahtet und dadurch unheilbar krank war. Nur eine Gehirnoperation hätte etwas daran ändern können. Ein neues Gehirn brauchte ich. Vielleicht ein ganz neues Leben. Danke, Thomas Sauerbacher. Ja, ein neues Leben. Wie bekommt sie das? Ja, also ich möchte sagen, wir wissen nicht ganz genau, ob sie es wirklich bekommt, denn diese Eileen ist eine ganz unzuverlässige Erzählerin. Das liegt daran, dass die Perspektive, wie ich finde, sehr kunstvoll doppelt gebrochen ist. Einmal erleben wir natürlich alles durch die Augen von Eileen, aber dann wird, wie ich gesagt habe, die Geschichte auch noch von der alten Eileen erzählt, aus einer Rückschau von 50 Jahren. Fest steht, Eileen will raus aus diesem kleinen Nest, aus ihrer von Übergriffen und Obsessionen geprägten Welt. Sie hat Fluchtfantasien und dann taucht eine Gestalt auf, die quasi für sie das Ticket nach draußen bedeutet. Und diese Gestalt ist Eileens antipodische Gegenfigur, Rebecca. Rebecca ist, muss man sich vorstellen, wie aus einem Hitchcock-Film, wie Tippi Hedren in Marnie von 1964. Es ist spielt nach ja auch Hitchcocks 1964. Rebecca nachempfunden. Eben, also das ja. ist eine glamouröse, mysteriöse, wunderschöne Erscheinung, diese Rebecca. Rebecca St. John, die neue Erziehungsbeauftragte im Jugendgefängnis, wo Eileen arbeitet. Eileen ist völlig fasziniert von ihr. Und dann zeigt sich aber auch da eine Doppelgesichtigkeit, denn besagte Rebecca verstrickt Eileen in etwas Entsetzliches, was ich jetzt hier nicht verraten werde. Aber es gibt einen Wendepunkt und das Ganze endet dann mutmaßlich, sofern das nicht alles nur eine Illusion ist, dieser unzuverlässigen Erzählerin, mit dem Verschwinden Eileens. Ist das spannend? Also ganz ohne Rätsel und ganz ohne Spannung ist halt schwierig. Aber es läuft doch alles auf diesen einen Wendepunkt zu. Und man wird doch bei der Lektüre schon unter Spannung gesetzt, weil man sich fragt, wie... Ich finde diese Vorwegnahmen ja sehr kunstvoll, die sie macht, indem sie sozusagen das Tempo permanent beschleunigt. Und dann gibt es diesen einen alles entscheidenden Punkt, das ist wirklich nur ein Satz im Buch, wo plötzlich diese ganze Situation sich anders darstellt. Ich finde eigentlich gut, dass sie wie Felix Magath früher bei der Fußballnationalmannschaft und beim HSV das Tempo dauernd wieder rausnimmt. Das finde ich irgendwie extrem interessant, dass also immer gerade, wenn man anfängt, sich so ein bisschen zu interessieren, nimmt sie das wieder, sie bläst so ein bisschen Spannung auf und dann piekst du da so rein mit so einer, aus dieser 50 Jahre späteren Sicht sozusagen, gibt also sie irgendwas überhaupt Preis. Nicht spannend. Das ist ein Roman, bei dem am Ende auch so eine Art Kriminalfall passiert, der aber nicht weiter weil da keine große Rolle spielt. Ich meine, es gibt viele Romane, in denen auch Verbrechen verübt werden, die nicht unbedingt Krimis sind. Ich würde schon ein bisschen Suspense erwarten von der Suspense-Novel. Und das ist hier nicht. Aber das macht ja nichts. Das ist ja trotzdem ein super Buch, weil sie uns sehr gut beschreibt, wie das so ist, wenn man als junge Frau in dieser Zeit auch dort lebt und versucht, klarzukommen, aber eigentlich sozusagen in keines dieser Raster, die von ihr erwartet werden, reinpasst. Und auch diese verwirrte Erzählung ist extrem verwirrt erzählt. Also, das haben wir ja eben gehört. Nein, das stimmt alles also, nicht. Jetzt möchte ich mich einschütteln. Moment. Es wird wirklich nein, grob falsch. Jetzt kommt jetzt Moment. Jetzt wird einfach total nein, falsch. Das finde ich sehr interessant. Das ist sehr kunstvoll komponiert. Also, überhaupt ich finde, es ist literarisch. Wird, dann habe ich halt damit nichts am Hut. Literarisch, sprachlich und atmosphärisch, finde ich, ist es wirklich sehr gelungen. Ja, super. Ich habe einen Vorbehalt, der dann eine große Rolle spielt beim Lesen. Nämlich, ich finde die Dramaturgie tatsächlich sehr in die Länge gezogen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck,
Sie schreibt ja, sie ist bekannt als Kurzgeschichtenschreiberin und sie schreibt Kurzgeschichten und ich hatte so den Eindruck, als Kurzgeschichte hätte das wunderbar funktioniert. Einfach mit ein bisschen mehr Tempo. Die Rebecca kommt tatsächlich erst in der Mitte des Buches, taucht die das erste Mal leibhaftig auf und dieser sogenannte Krimi-Teil ist dann tatsächlich, also ist das Ende. So. Das sind die letzten 20 Seiten. Das sind jetzt 330 Seiten. Und ich finde, es war am Anfang, ich habe mich immer gefragt, jetzt, Kind, was passiert, wo ist, where's the beef? Ja? Also was passiert jetzt eigentlich? Ich finde, es ist dramaturgisch einfach zu stark verzögert, in die Länge gezogen. Da stimme ich Ihnen sogar zu. Und zwar in Bezug darauf, dass ich auch finde bei der Lektüre, dass diese Eileen manchmal diese Obsession mit ihren Ausscheidungsfunktionen, mit ihren Körperfunktionen, mit ihrem Aussehen, mit ihren Kleidern, dass das manchmal etwas zu selbstverliebt ist. Dieses, also man will dann nicht noch eine Story über den nächsten Pickel hören. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, 50 Seiten weniger hätten dem Buch sehr gut getan. Ja, aber ich finde, es ändert nichts daran, dass es von der Struktur her durchkomponiert ist mit den Vorwegnahmen, mit den Hinweisen und auch diese beiden antipodischen Figuren. Und die eine ist ja, diese Rebecca ist ja bewusst sehr platt gehalten verglichen mit Eileen. Erfahren wir von Rebecca sehr wenig. Die bleibt eigentlich reine Projektion, reine Oberfläche. Und ich finde das Arrangement sehr kunstvoll, wie Otessa Moschweg diese beiden Figuren gegeneinander setzt und eigentlich ja, zumal Eileen uns die ganze Geschichte erzählt, diese ganze Rebecca-Figur nur aus den Projektionen von Eileen eigentlich entsteht. Das Buch hat 333 Seiten. Auf Seite 285, habe ich eben schon gesagt, passiert dieser kriminelle Akt. Bis dahin habe ich immer gedacht, wann kommt's denn? Weil ich ja wusste, ich muss einen Krimi lesen. Wir machen ja eine Krimisendung. Es ist ja auch. Und als ich mich endlich davon innerlich gelöst habe, darauf zu warten, was passiert, wann jetzt irgendwie, sie arbeitet ja im Gefängnis von jugendlichen Straftätern, wann einer sie oder sie einen da massakriert oder wann irgendwas passiert. Als ich darauf nicht mehr gewartet habe, fand ich es richtig, richtig gut. Genau. Weil die Art, wie sie beschrieben wird, dieses verstörte Mädchen in seiner vermüllten Umgebung, in dieser Messi-Wohnung mit diesem versoffenen Vater und sie trägt die alten Klamotten der Mutter auf. Diese Person hat mich unendlich interessiert und fasziniert. Ich war an einem Menschen dran und nicht an einem Fall. Und mir war vollkommen egal, was jetzt passiert. Genau. Dann aber kommt Rebecca, dann ahne ich schon, jetzt passiert was. Weil diese hässliche, klumpige, pickelige, fettighaarige Tante und dann kommt diese Rebecca, blondes Haar und immer schön angezogen und High Heels. Da wird irgendwas knallen, da wird was passieren. Sie wird Rebecca umbringen oder was weiß ich. Dann kommt ja auch ein Kriminalfall, der mich vollkommen enttäuscht, der mich überhaupt nicht interessiert. Was mich interessiert ist, dass was Thomas Sabacher eben vorgelesen hat, die alte Eileen, die zurückblickt, was hat sie in den 50 Jahren eigentlich gemacht? Ich wüsste gerne mal, was hat die nach ihrem Verschwinden, nach diesem Kriminalfall, für ein Leben geführt? Das heißt, als das Buch fertig war, fing für mich die Krimi-Geschichte erst an. Da dachte ich, jetzt ist Eileen weg, was macht sie jetzt? Wo lebt sie? Ja. Was wird aus dem Vater? Was passiert jetzt? Aber die Art, wie diese Frau beschrieben wird, mit all ihren Macken, mit ihren Marotten, fand ich hochinteressant und sehr literarisch und ist ein unglaublich tolles Buch. Aber da hat das Sven Rege recht, überhaupt kein Krimi. Man tut dem Buch überhaupt keinen Gefallen, wenn kein Krimi. Krimi-Klatsch, der hinten rangeklatscht worden ist. Irgendwie als, ich war als so froh und dachte, endlich mal kein Serienmörder, kein Blut, kein Messer. Aber ich würde gerne ergänzen, dass es hier um eine andere Art von Delinquenz geht. Es ist eben auch so, dass wir hier nochmal eine ganz neue Facette von abweichendem Verhalten kennenlernen. Ein wichtiges Leitmotiv in diesem Buch ist das der Maske und Maskenhaftigkeit. Davon spricht sie andauernd. Ja. Und hier geht es eben auch in den Fällen, die am Rande, es ist ja nicht so, dass es nur diesen einen Fall gibt. Es tauchen ja auch am Rande die Fälle auf, mit denen sie zu tun hat, weil sie halt in diesem Gefängnis arbeitet. Ja. Und all diese Fälle verbindet das Motiv Dinge, die passieren hinter der Fassade. Mhm. Hinter einer Fassade von Wohlanständigkeit, von Bürgerlichkeit, von Ordnung. Sie spricht oft davon, wie niedlich diese kleine Stadt aussieht. Und die abscheulichsten Sachen passieren. Das heißt, wir haben hier noch mal eine ganz andere Kategorie auch von Verbrechen. Das sind nicht die spektakulären Dinge, sondern das sind die kleinen, also auch schrecklichen, aber unterdrückten, verheimlichten. Aber es ist auch so eine Art Verbrechen im Alltag, oder? Was mit dieser Frau angestellt wird. Es sind ja effektiv Verbrechen, die zum Teil fürchterlich sind. Das stimmt. Also aber das ist in ihrem Humor, in Eileen, das ist rumort. Das liegt daran, dass sie
überhaupt gar keine Liebe empfängt von niemandem. Und dass von ihrem Vater, süchtig ist nach sie dieser süchtig Liebe. Sie süchtig nach Liebe, genau. Nach Anerkennung. Genau. Aber trotzdem versteht sie das so gut. Ist, kann man ihr Verbrechensbegriff bis Kingdom Come erweitern, nur damit wir irgendwie dieses Buch noch wieso ist Vatermord kein Verbrechen? Bis zum Kriminal. Es geht um ein missbrauchtes Kind, was seinen Vater umbringt. Ja, das wird dann ganz am Ende dahin raus. Nein, das raus, kommt überhaupt nicht ganz am Ende, sondern das begleitet Aileen die ganze Zeit und diese ganze Delinquenzgeschichte. Nein, Moment, nein, Herr Regner, wenn Sie sich das stimmt nicht. Dass er missbraucht wurde, kommt erst ganz hinten raus, als Rebecca das erzählt. Sagen wir mal im zweiten Drittel. Der Vatermord ist doch das Verbrechen. Und der Vatermord taucht weit vorne auf, genauso wie die Delinquenzgeschichten sämtlicher Leute, die zum Beispiel arbeiten. Sie hat diese Faszination für diesen Wächter in dieser Haftanstalt. Dann schaut sie seine Akte an und stellt fest, der hat auch eine kriminelle Vorgeschichte. Sie selbst zum Beispiel geht gerne mal klauen. Das sind alles so Storys, wo hinter so einer Fassade von wohlgeordneter Bürgerlichkeit. Und sie beschreibt das alles und dann sagt sie, es gab aber nur einen, dessen Schmerz echt war, mich. Genau, sie ist unglaublich selbstzentriert. Ja, und sie ist auch unglaublich unzuverlässig. Das heißt, man weiß immer nicht so richtig, ob das, was sie über sich sagt, auch ist ein Psychogramm. Das ist ein Roman, das muss doch nicht unbedingt gleich ein Krimi sein. Es ist ein Psychogramm der Delinquenz. Es geht schon um abweichendes Verhalten. Elemente haben wir ja jetzt weitestgehend verraten, aber das spielt keine Rolle, weil es ist ein Psychogramm. Wir haben nichts verraten. Psychogramm einer... Nein, wir haben nicht. Wir wissen nicht, wer im Keller angekettet ist. Es gibt ja Dinge, die dann einfach am Ende einfach nur passieren. Das ist dann eben so und das ist dann eben auch schon wurscht. Und das ist halt, finde ich irgendwie auch toll, weil das halt so was Beiläufiges. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Aber, und ich also finde wir auch, kommen jetzt zum richtigen Stoff wieder zurück, oder? Ja, Krimi. Thriller. Ja. Ein erhängter Hund, erst in Spanien, dann in Dänemark. Mehrere tote Hundebesitzer, einflussreiche Männer aus den höchsten Kreisen von Wirtschaft und Politik. Das ist der Ausgangspunkt von dem Krimi-Thriller, den ich ausgewählt habe. Jens-Henrik Jensen Oxen. Nils Oxen, das ist ein ehemaliger Elite-Soldat, der auf den Balkankriegen als UN-Soldat unterwegs war und jetzt völlig traumatisiert, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, wieder zurückgekehrt ist nach Dänemark und sich zurückgezogen hat in die Wälder, weil er einfach den Kontakt zu Menschen verloren hat, buchstäblich, also nicht mehr gesellschaftsfähig ist und komplett unsozial. Und als dann eines Tages in der Nähe seines Lagers auf einem Schloss ein ehemaliger Spitzendiplomat zu Tode kommt, gerät er unter Mordverdacht. Bis der Polizeipräsident herausfindet, mit wem er es da zu tun hat, nämlich mit einem hochdekorierten Kriegshelden. Und daraufhin wendet sich das Blatt für Oxen, denn plötzlich soll er bei den Ermittlungen behilflich sein. Mehr verrate ich nicht. Vielleicht doch noch was zu den Elementen, die Jensen sozusagen anwendet, um Spannung aufzubauen. Es geht zum einen um diesen Oxen, um die Figur. Wer ist das eigentlich? Wo kommt dieses Heldentum her? Es tauchen nämlich begründete Hinweise darauf auf, dass er eigentlich gar kein richtiger Held ist und alles nur erstunken und erlogen ist. Und dann natürlich die Frage, wer steckt hinter den Morden an den Männern und aus welchem Motiv? Anfangs hat es noch den Anschein, als sei das ein ganz normaler Rachefeldzug, aber irgendwann strickt Jensen daraus einen Politkomplott, das für Leute wie mich mit einem Hang zu Verschwörungstheorien genau das Richtige ist. Und natürlich immer die Frage, wer ist Feind und wer ist Freund und wer ist eigentlich der Jäger und wer ist der Gejagte. Das wechselt immer wieder. So, jetzt haben Sie vorhin schon so auf Jonesbö rumgehackt. Ich habe gar nicht rumgehackt, ich habe nur gesagt, das ist ein sehr brutales Buch und für mich sind das ist ja weniger brutal. Bei Jensen geht es ja tatsächlich nicht so sehr um Brutalität. Ja, bei Jensen geht es vor allem ja um das Thema Macht, um machtgierige Männer. Es werden auch ein paar Frauen so aus Versehen ermordet, aber das ist so am Rande. Es geht um machtgierige Männer. Was diesen Krimi interessant macht, ist, dass er in der Natur spielt, hauptsächlich, also nicht in einer Großstadt. Sonst ist immer die Großstadt das Pflaster oder die Vorstädte für Verbrechen. Hier ist alles irgendwie im Wald und in der Natur. Vor jedem Mord wird ein Hund gequält und aufgehängt. Das kann mir natürlich als Hundeliebhaberin nicht gefallen, habe ich nicht gern gelesen. Da haben Sie auch gerade wieder die Gaspistole hervorgeholt. Nein, gar nicht. Aber ich habe den Hund immer gestreichelt und gesagt, du nicht, Bärchen. Es ist
interessanter als Nesbø, weil es weil die Story interessanter ist. Aber ich finde es auch literarisch unterirdisch. Ich habe es ungern gelesen. Es hat eine Sprache, wo ich nicht begreife, dass jemand sich da, wie viele Seiten hat es, 400, 500, das durchliest. Es ist Verschwendung von Lebenszeit. Der Plot ist einigermaßen interessant, aber auch sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber warum ich das lesen soll, hat sich mir nicht erschlossen. Ich bin wieder mal total einer Meinung mit Elke Heidenreich. Wir sind fast nie einer Meinung. Was deswegen, ist denn das für ein neuer Zynismus? Das war Ironie, das war bittere Ironie. Aber ich bin in der Tat völlig Ihrer Meinung. Ich möchte es gerne noch ergänzen. Ich finde auch, es ist klischeehaft, es ist quasi Literatur als Ware. Ich meine, es sieht auch schon so aus, dass man sich das nicht ins Regal stellt und auch sicher nicht zum zweiten Mal liest. Also, aber Sie haben es gibt noch einen Band 2 oder einen Band 3. Was ist denn Anmerkung. Das für ein Streber? Wir können das gerne nach der Sendung was durchgehen. Was sollen denn da für Zitate jetzt würde ich nur, sein? So, jetzt möchte ich was sagen, zu Jensen hören. Dass ich finde auch, es ist besser als Nesbø und zwar deswegen, weil die Hauptfigur, wie Sie angedeutet haben, Frau Steiner, eine gewisse Gebrochenheit in sich trägt. Das heißt, hier haben wir wieder Gut und Böse, die Vermischung in einer Person. Das finde ich a priori schon mal etwas anspruchsvoller und interessanter als das, was wir bei Nesbø gelesen haben. Und ich finde auch, das möchte ich gerne auch noch sagen, ja, es ist ein Unterhaltungsprodukt, aber es gibt auch nicht vor, was anderes zu sein. Wir hatten in dieser Sendung auch schon Bücher, die auf Kunst prätendiert haben und dieses Buch ist einfach das, was es ist und insofern kann man auch davor Respekt haben. Ich finde, es ist quasi wie ein gut gemachtes Produkt, was man dann auch konsumiert. Wenn man das Genre Thriller, nachdem es ja komponiert und dramaturgisch aufgebaut ist, zugrunde legt, dann ist Ionesco sozusagen Schwarz-Weiß-Schablone, einfach diese Monolithen mit Beiwerk zusammengeflickt. Hier haben wir es wirklich mit Machtstrukturen zu tun, wir haben es mit Bildern zu tun, die der Leser selber auch noch mit seiner eigenen Fantasie ergänzen muss. Und die Hauptfigur, das sagte Philipp Tingler jetzt gerade gesagt, ist insofern interessant, weil das wirklich ein absolut traumatisierter Mensch ist, der versucht, wieder ins Leben zurückzufinden und daran verzweifelt. Ich habe von all diesen vier Büchern, die ich lesen musste hier, das als letztes gelesen. Also jetzt gerade eigentlich heute zu Ende gelesen. Heute noch im Flug hierher. Und ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Das kann viele Gründe haben. Das ist, ja. Aber das Interessante ist, bei allen anderen Büchern kann ich mich an sehr viel erinnern. Bei diesem Buch ist halt quasi nichts hängen. Es ist so, dass dieses Buch badet so wahnsinnig lau. Geheimzimmer, Schloss. Ja, okay. Also, genau. Die Hunde, spricht, wenigstens ja, genau. Die Hunde sollten ihn noch in. Hier spricht Edgar Wallace, ganz ja. Genau. Und eben dieses Ding. Wir hängen diese Hunde da auf, bevor wir die Leute umbringen, als Warnung, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Macht gar keinen Sinn. Aber überhaupt nicht. Aber es ist aber, spannend. Aber, nein, das ist spannend. Nein, das ist der Versuch. Das ist der Versuch, genauso. Alles ist der Versuch, genauso wie Nesbø große Bilder zu schaffen. Aber das sind eher so mittelgroße. Nein, es ist viel komplexer so als nein, das ist viel komplexer. Es hat viel mehr mit Machtstrukturen zu tun. Er schreckt auf, weil eine Hundepfote in sein Gesicht baumelt. Es geht um die Charaktere, es geht um die innere. Ich habe mich doch jetzt erinnert. Jetzt erinnere ich mich doch. Also. Er schreckt auf, weil diese Hundepfote in sein Gesicht baumelt. Das ist ein ganz großer Stratege, der Jens Hendrik ja. Jensen. Der ist gut. Ja. Der ist gut. Der ist also, super. Er ist ich bin völlig dafür. Also, Sie erinnern sich zwar nicht, aber es ist trotzdem ein großes Lesevergnügen. Aber ich erinnere mich nicht eben auch ohne Schmerz. Also das ist auch mal gut. Also das ist auch kein Schmerz dabei. Es ist einfach. Ja, weil es nicht so laut ist, es ist wie auch mal im Koma gelegen. Aber wisst ihr, was mich immer wundert? Warum sind alle diese Krimis, warum haben die, gehen die immer alle in Serie? 25 ja, mal Brunetti, ja. 100 mal Wallander, 11 mal Harry so. Holt. Das hier auch. Roh war auch schon Serie. 20.000 mal Sherlock Holmes. Das hat doch was Manisches. Das hat mit dem Format zu tun, offenbar, mit dem Genre. Wir erzählen normalerweise ein Buch. Viermal. Ich mache das gerne. Ich finde das gut. Ja, ich glaube, dass Kriminalliteratur, wie sie hier betrieben wird, also bei diesen Sachen, ist sehr, sehr allegorisch, ist sehr stark sozusagen, appelliert an Bilder, die man schon kennt, die man sich leicht vorstellen kann, wenn sie nur angetriggert werden. Man muss da gar nicht groß sozusagen sich mehr selber bemühen beim Schreiben. Das kommt von selber. Das sind alles Versatzstücke und die werden neu kombiniert und daran ist ja nichts falsch. Ich meine, so funktioniert allegorische Kunst, so funktioniert barocke Kunst. Ich habe den Typ mit dem Stunden, das ist dann der Kronos und so weiter. Also ich nehme einfach Allegorien und arrangiere die neu. Das ist das
was da passiert. Und das hat für viele Leute, glaube ich, die das lesen, eine beruhigende Qualität. Und eine Qualität, wo sie das Gefühl haben, sie können sich das gut vorstellen. Und gleichzeitig lernen sie noch ein bisschen was über so konkrete Typen, an die sich aber dann auch nicht jedes Mal an neuen gewöhnen müssen. Ich meine, Maigret gab es auch 120 Romane. Kann ich alles gut Allegorie nicht mit Klischee verwechseln. Doch, da gibt es eine feine Linie zwischen Allegorie und Klischee. Und genau das ist ein ganz großer, verschmockter Irrtum. Das ist die Allegorie ist ein Klischee. Ja, ich habe meinen Benjamin auch gelesen. Die Allegorie ist ein Klischee. Und das ist völlig in Ordnung, mit Klischees zu arbeiten. Jeder Druckfacharbeiter kann das sagen. Es ist okay, mit Klischees zu arbeiten. Es ist ein feststehendes Zeichensystem, mit dem man operiert und das man kennen muss, um es entschlüsseln zu können. So wie die Hieroglyphen. Das sind Allegorien. Metapher, Allegorie, Symbol. Können wir gern eine eigene Sendung dafür machen. Aber mich werden Sie darüber nicht belehren. Weil es hier feststehende Bilder gibt, die immer wieder angetriggert werden bei all diesen Büchern. Zum Beispiel, wie ich sagte, der Polizeipräsident, der von dem obersten Stockwerk eines hohen Gebäudes über die Stadt schaut. Zum Beispiel. Das war doch in dem anderen Buch. Ja, ja. Aber es sind schon, es werden Bilder im Kopf abgerufen, die dort schon vorhanden genau, sind aus anderen. Aber das ist doch jetzt schön, das ist doch jetzt ein Krimi, die bringen sich gleich um. Die Betonwand, die man ich habe meine Gaspistole dabei. Die Betonwand, die man aufsprengt mit Sprengstoff, um in einen Geheimraum zu kommen, in dem die großen Geheimen sind. Ja, aber das ist doch keine Allegorie. Also, ich möchte nochmal, Entschuldigung. Das Interessante ist gerade im Zusammenhang mit dieser Art von Krimiproduktion sind es Allegorien. Sie machen den Fehler zu glauben, Allegorie an sich wäre was Gutes. Sven Regner, jetzt sage ich noch was. Weil ich möchte, das habe ich bei Nesbø auch gesagt und das finde ich auch nicht ganz unrelevant. Das ist aber lange nicht. Ein Kommissar, der in dem Sinne auch, wie Sie sagten, eine Komplexität, eine psychologische Komplexität in sich trägt. Und ich glaube, dass der Leser schon daran interessiert ist, zu erfahren, wie geht es mit dem weiter, in welche Richtung entwickelt der sich. Ja, klar. Also, ja, und deswegen auch in diesem Fall das Serienprinzip und auch bei den Fernsehserien und beim Tatort. Und das ist einfach beim Krimi, bietet es sich an, unabhängig von dem normalen Krimi-Plot, noch etwas anzubieten, was darüber hinausgeht. Eine Entwicklung eines Protagonisten, die langfristig ist. Ja? Also, ihr wisst doch, dass ich immer die bin, die dafür plädiert, dafür werde ich auch oft gescholten, dass Literatur auch unterhalten darf und soll. Auf jeden Fall. Es soll uns doch auch unterhalten. Es soll uns nicht nur belehren und kryptisch sein und abgehoben, sondern es soll uns unterhalten und uns der Welt, in der wir leben, näher bringen, wieder auf dieses Zitat zu kommen. Ich verstehe nicht an diesen Krimis, warum es immer mit Mord, Blut und Quälen zu tun hat, dass es uns dann unterhält und das auch gleich in das Serie. Das ist eben Unterhaltung als Ablenkung. Ich verstehe Ablenkung. Das nicht. Ja, aber das ist eine Idee. Ist ja kein anderes Thema, was uns unterhält, doch, natürlich. Als wie ich Menschen massakriere und abmorde. Ich glaube, dass die Sache mit gegen Mord an sich im Krimi kann ich nicht sagen. Also das muss ich sagen, das wäre jetzt auch dann zu weit. Also da würde man zu viel erwarten, aber wenn man das Sie auch noch abschaffen auch, will. Aber dass der Mord ist aber, immer schon passiert. Aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Schulen, verschiedene Richtungen von Krimis. Es gibt eben die Richtung, was weiß ich, Agatha Christie, Dorothy Sayers und so weiter, auch Sherlock Holmes, also Arthur Conan Doyle. Wo ermittelt wird, wo ein Rätsel ist und das will man gelöst haben. Ja, dann gibt es Krimis, die vor allem auf den großen Bildern, auf dem Schockeffekt, da sage ich mal, Edgar Wallace zum Beispiel ist so ein Fall. Dann gibt es Krimis, die sehr stark auf die Protagonisten gehen, wie zum Beispiel die amerikanischen Private Eye Novels, wie von Dashiell Hammett oder von Raymond Chandler. Dann gibt es die ganz psychologischen, Patricia Highsmith. Margaret Millar zum Beispiel, sehr wichtig, Liebe Mutter, es geht mir gut und so weiter. An das mich übrigens das Buch, was Sie da reingebracht haben, durchaus erinnert hat. Ja. Das waren jetzt schon so viele Tipps. Und insofern möchte ich sagen, super Überleitung. Also ich habe auch nichts gegen dass ich hier Krimis eine super Überleitung gegeben habe. Zu den Tipps. Ja. Zu den Tipps. Das waren jetzt so viele Krimi-Tipps, dass wir jetzt direkt zu den Schlagwort-Tipps, dass wir jetzt direkt zu den Buchempfehlungen unserer Kritiker kommen. Elke Heinrich. Also Kazuo Ishiguro hat gerade den Nobelpreis für Literatur bekommen, zu meiner Freude. Weil ich glaube, das hat zwei Gründe. Einmal, es hätte ihn Don DeLillo verdient, aber man wird einem Amerika, in dem dieser Trottel Präsident ist, im Moment keine Aufwertung, wie auch immer, zuteilwerden lassen. Das finde ich richtig und das wird ein kluger Mann wie Don DeLillo verstehen. Zum Zweiten, seit Jahren wird Haruki Murakami gehandelt als Literatur-Nobelpreisträger. Der schreibt seit 20 Jahren dasselbe schlechte Buch. Der wird es auch nicht sein und jetzt hat man einen Japaner gekürt, er ist Brite, aber er hat japanische Wurzeln, damit Murakami endgültig mal vom Tisch ist. Was vom Tage übrig blieb, ist ein Buch, das auch schon, ich glaube, 20 Jahre alt ist.
verfilmt worden mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Das handelt von einem Butler, der merkt, dass er sein ganzes Leben sich immer untergeordnet angepasst hat und sein eigenes Leben darüber verpasst hat, was vom Tage übrig blieb. Ein großartiger Schriftsteller, eine tolle Entscheidung und ein wunderbares Votum da aus Stockholm für diesen Mann. Hab mich sehr gefreut darüber. Lesen. Ein ausführliches Dossier zum Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro finden Sie übrigens auf unserer Website. Darunter auch ein Gespräch mit dem Autor auf SRF 2 Kultur und unsere Diskussion über seinen letzten Roman hier im Literaturclub. Der begrabene Riese hieß der. Philipp Tingler, was tippen Sie? Manal al-Sharif losfahren. Wir alle haben es gehört, das Königreich Saudi-Arabien hat sich entschlossen, per Dekret das Fahrverbot für Frauen aufzuheben. Im nächsten Sommer soll das passieren. Also das Verbot für Frauen, einen Führerschein überhaupt erwerben zu können. Saudi-Arabien ist das letzte Land der Welt, wo das so ist. Es gibt weder ein Gesetz noch eine religiöse Vorschrift, die dem zugrunde liegt, sondern es sind Sitte und Überlieferung. Das sind wichtige Quellen für Normen und auch für Sanktionen in Saudi-Arabien. Und man kann sich jetzt fragen, also wie kommt es dazu? Was steht quasi hinter dieser Entscheidung? Was steht eigentlich hinter Sitte und Überlieferung in einer Gesellschaft, die ja auch stark von Machtfragen gekennzeichnet ist, in der Frauen immer noch weitgehend rechtlos sind, zum Beispiel keinen Reisepass beantragen können ohne einen männlichen Vormund? Manal al-Sharif ist vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Frauen gezählt worden. Manal al-Sharif ist die Frau, die sich 2011 in Saudi-Arabien ins Auto gesetzt hat und losgefahren ist. Sie hat sich filmen lassen von einer Freundin. Sie ist dafür ins Gefängnis gegangen. Und dieses Buch erzählt ihre Geschichte. Nicht nur die Geschichte des Autofahrens, sondern auch ihr Heranwachsen in einer Gesellschaft, die Autorin vorstellt als von Geschlechterapartheid gekennzeichnet, von Hass, Scham, Gewalt und Indoktrination gekennzeichnet. Und trotzdem ist das kein bitteres Buch. Es ist in einer sehr unaufgeregten, reflektierenden Sprache geschrieben. Es ist zugleich die Geschichte der Unterdrückung, wie auch der Hoffnung und Befreiung. Manal al-Sharif selbst hat gesagt, das würde in Saudi-Arabien verboten werden, dieses Buch. Es ist zuerst auf Englisch erschienen, dann als zweites bereits auf Deutsch. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich informieren kann. Deswegen möchte ich dieses Buch nachdrücklich empfehlen. Sven Regner. Ja, Tobias Bamborschke, mir platzt der Kotzkragen. Mehrfach in dieser Sendung offenbar. Gedichte, Gedanken und Spelunken, wie er es nennt. Es ist ein Gedichtband. Tobias Bamborschke ist der Sänger der sehr, 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 sehr guten und sehr beachtenswerten jungen Berliner Band Isolation Berlin. Und er hat diesen Gedichtband rausgebracht im Wohlrab Verlag. Bemerkenswertes Buch. Es ist ich schätze mal 50, 60 Gedichte oder kurze, sehr, sehr kurze Geschichten darin. Und ich kann es nicht anders sagen, dieses Buch atmet den Geist der Kunst, das sollte man lesen, da wird man sehr viel, wer Freude an Lyrik hat, sollte dieses Buch beachten, denn Tobias Bamborschke wird nicht nur, glaube ich, im Rock'n'Roll uns nur noch demnächst die Bremslichter sehen lassen, sondern auch hier setzt er Maßstäbe für Dichtung, wie sie heute sein sollte, die man wirklich beachten sollte. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel geben. Ich gebe einfach ein Beispiel. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Das ist ja das Tolle. Das ist das Tolle. Mitten in der Nacht, der Doktor hat gesagt, ich sollte mich auf Dinge konzentrieren, die mich nicht so deprimieren. Am besten wäre etwas, was mich glücklich macht. Das ist der Grund für meinen Anruf. Mitten in der Nacht. Und das ist ein sehr, sehr tolles Gedicht. Vielen Dank. Schön. Und ich empfehle Wiener Straße von Sven Regner. Und das nicht nur, weil ich Berlinerin bin und er neben mir sitzt, sondern weil ich das wirklich aus ganzem Herzen empfehlen will. Vor allem das Hörbuch, eingelesen von Sven Regner höchstpersönlich. Ich habe mich weggepackt vor Lachen beim Hören. Und ich bedauere es ja immer, dass die zeitgenössische Literatur nicht lustig genug ist. Hier haben wir es also wirklich mit einem literarisch und humorvollen Text zu tun. Spielt wieder in Berlin in den 80er Jahren vor dem Mauerfall in Kreuzberg, in der Wiener Straße, in der Kunstszene.
und in einer Kneipe, wobei Kaffee und Kuchen auch keine geringe Rolle spielen, also eine große Leseerfahrung. Es ist wie eine Art Seitenstrang von Herrn Lehmann, aber den Krimi-Autoren es ist ja. Genau, es ist eine Serie. Ich danke der Runde für diese faszinierende Diskussion. Elke Heidreich, Philipp Dingler und Sven Regner, schön, dass Sie da waren. Danke. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am 14. November, dann mit Mike Müller als Gast. Und mit ihm diskutieren wir unter anderem über neue Bücher von Daniel Kehlmann und Franz Hohler. Und von Franz Hohler ist auch das Gedicht, mit dem wir uns heute verabschieden. Und weil wir schon so viel über das Sterben gesprochen haben, machen wir es kurz und schmerzlos. Bitte, Thomas Sabacher. Warte nur. Irgendeinmal nimmt der Tod die Sonnenbrille ab und schaut dich an.